Manbo 3D, dein Printing- und Tech-Channel. Hallo zusammen, es ist mal wieder soweit. RevoPoint hat einen neuen 3D-Scanner auf den Markt gebracht. Wir schauen uns heute den Range 2 an. Wenn euch das Video gefällt, lasst mir gerne einen Daumen oben da und über ein Abo von euch würde ich mich riesig freuen. Auf geht's! RevoPoint hat ein Upgrade ihres Großformatscanners Range herausgebracht, der einige Features optimiert und den Scanner gegenüber der Ursprungsversion an mehreren Stellen aufpimpt. Wir werfen heute einen ersten Blick auf das neue Range 2 Modell, was hat sich verändert, wie ist die Handhabung und auf erste Scan-Ergebnisse. RevoPoint hat mir diesen Scanner für dieses Video zur Verfügung gestellt, jedoch konnte ich ihn erst wenige Tage nutzen. Entsprechend ist das hier ein First-Look-Video und kein Deep-Dive. In meinem ersten Video zum Range 1 fiel die Kritik überwiegend auf die mangelnde Software, die RevoPoint ihren Scanner-Modellen bis dato beigelegt hat. Diese hat sich jedoch mit Einführung von RevoScan 5 deutlich nach vorne entwickelt und ich denke, dass diese Software in diesem Preissegment eine echte Referenzklasse darstellt. Funktionsumfang, Verarbeitungsgeschwindigkeit und Bedienkomfort sind mit Revo 5 um etliche Level gestiegen. Doch werfen wir zunächst einmal einen Blick auf den Lieferumfang. Der Range 2 kommt in einem handlichen und robusten Transportcase. Es liegt ein kleiner Tripod bei, eine aufschraubbare Smartphone-Halterung und eine praktische Powerstation, die die Energieversorgung im Mobile-Modus zusätzlich absichern soll. Dem Scanner liegt ein kleiner englischsprachiger Quick-Start-Guide bei, in Summe zwei USB-Kabel, eines für den Anschluss an einen PC, eins für ein Android-Smartphone. Es gibt Beilagen zur Scan-Optimierung, wie diese Klebemarker oder eine mit Markern bespickte Auslage. Sowie der Scanner selbst, der sich jetzt optisch gegenüber dem Range 1 deutlich verändert hat. Doch schauen wir uns einmal die genauen Unterschiede zwischen Range 1 und Range 2 an. Das neue Modell kann nun mit einem Ausschnitt von 860x1380mm einen viel größeren Scanbereich auf einmal erfassen als der Range 1 mit 360x650mm. Wir können bis zu 1,30 m vom Objekt entfernt sein und die Point Distance kann nun auf bis zu 0,1 statt 0,3 mm gesetzt werden, was den Detailgrad der erfassten Strukturen erhöhen kann. Die RGB-Kamera wurde für bessere Texturerfassung optimiert und das integrierte Wi-Fi-Modul unterstützt nun den 6er-Standard. Alles in allem sind das spürbare, wenn auch nicht revolutionäre Anpassungen, für eine Produktevolution jedoch absolut ausreichend. Sofern ich das gesehen habe, wird der Range 1 im Shop von RevoPoint gar nicht mehr angeboten. Dieser wurde jetzt 1:1 durch das 2er-Modell ersetzt. Bevor wir beginnen, muss ich den Scanner einmal kalibrieren. Hierbei werden wohl die internen Gyroskope eingestellt. Dafür wird der Scanner einmal vertikal und einmal horizontal um seine eigene Achse gedreht. Die Software führt einen durch den Prozess. So, für meinen ersten Versuch hole ich mal wieder meinen riesen Drehteller aus dem Archiv. Dieser wurde mir damals mit dem Range 1 mitgeschickt und kann Objekte mit bis zu 110 Kilogramm in Rotation versetzen. Da RevoPoint bei diesem Modell keine Büste mitgeschickt hat, teste ich die Grundfunktion einmal anhand dieses Truck-Modells. Einfach schauen, ob die Verbindung steht, die Framerate passt und alles korrekt verbunden ist. Das Modell hat er fehlerfrei erfasst. Hier und da sind noch ein paar freischwebende Störelemente zu sehen, sowie die Marker vom großen Drehteller. Mit der Funktion Isolation kann ich diese freien Pixelinseln identifizieren lassen und einfach aus dem Scan herausrechnen. Jetzt kann ich hier und da noch kleinere, fest mit dem Objekt verbundene Fehlflächen mit dem praktischen Lasso-Tool aus der Szene herauslöschen. Im Ergebnis haben wir dann nach der Generierung des Gittermodells ein, wie ich finde, brauchbares 3D-Modell. Hier und da hätte ich noch etwas mehr in die Nachbearbeitung gehen können, aber für den ersten Funktionstest soll es mir an dieser Stelle reichen.
Auch der Range 2 verfügt über drei Bedienelemente auf der Geräterückseite, mit dem ihr einen Scan starten und pausieren könnt, sowie den Scan-Ausschnitt ein- und auszoomen könnt. Das ist praktisch, um nicht immer mit der Hand auf der Maus zu hängen. Jetzt möchte ich einmal weitere Objekte digitalisieren. Beginnen werde ich mit diesem weißen Schädel. Generell ist dieser Scanner nur für größere Objekte geeignet. Kleinere, detailreiche Scans führt ihr mit diesem Modell nicht durch. Diesen Schädel werde ich in drei Etappen scannen und die Einzelscans jeweils von der Software zu einem Merge verbinden lassen. Das funktioniert in der Regel automatisch. Sollte er keinen Anhaltspunkt für eine automatische Verschmelzung finden, könnt ihr diese auch mit manuellen Klicks händisch durchführen. Ich werde erst zwei Objekte verbinden und dann das dritte mit dem bereits verbundenen Merge-Modell. Somit vermeide ich Fehlbildung und mache es der Software leichter. Also immer Schritt für Schritt, anstatt drei oder mehr Modelle zu versuchen, alle komplett automatisch mixen zu lassen. Jetzt kann es sein, dass es noch einige Modellüberschneidungen oder Überlappungen gibt, vor allem durch dieses Merchen. Diese kann ich auch automatisch identifizieren lassen und beseitigen lassen. Jetzt wird das Gitternetzmodell erstellt und in Summe sieht das richtig gut aus. Ich habe alle Seiten getroffen, auch den hohlen Innenraum, und ich bin mit dem Ergebnis sehr zufrieden. Jetzt hatte ich hier noch einen Scout-Trooper-Helm liegen. Auch diesen möchte ich einmal mit dem Range einscannen lassen. Viele Details gibt es hier nicht, bis auf vielleicht diese angedeuteten Belüftungsmuster, die der Scanner jedoch gut einfangen sollte. Wir erfassen das Modell mit knapp 12 Frames die Sekunde, was ein gutes Pensum ist, und auch diesen Helm scanne ich dann in drei Etappen. Einmal umgedreht, um die Unterseiten zu erfassen, und einmal auf die Seite gelegt. Den gesamten Helm markiere ich dann mit dem Lasso-Tool. Invertiere dann jedoch die Auswahl. Ich drehe die Auswahl also um und kann somit alle drumherum liegenden Störstrukturen vom Drehteller allesamt mit einem Arbeitsschritt entfernen. Nachdem ich das Gitternetz erstellt habe, muss ich sagen, dass mir das Ergebnis erneut zusagt. Nun möchte ich einmal die Texturerfassung mit aufnehmen. Hierfür scanne ich dann meine alte Snake Mountain Festung, die hier einige Facetten zu bieten hat. Beim Scannen mit Texturen sollte man nach Möglichkeit mehrere Scan-Etappen vermeiden, die dann zusammengefügt werden. Aufgrund der unterschiedlichen Lichtverhältnisse, die so entstehen können, kann sich dies negativ auf die übertragenen Texturen auswirken. Gegensteuern könnt ihr hier jedoch mit einer gleichmäßigen Belichtung des Objekts. Auch hier gefällt mir das Ergebnis sehr gut. Die Farben sind naturgetreu und auch das darunterliegende 3D-Mesh schaut sehr gut aus. Das Endresultat weist einige wenige Löcher auf. Hier kann man bei Bedarf nochmal die markanten Stellen nachscannen oder die Öffnung von der Software schließen lassen, was jedoch in den meisten Fällen zu optischen Verwerfungen führt. Zum Abschluss dieses kleinen First-Look-Videos versuche ich einmal diesen glänzenden Nazgul zu scannen. Glänzende Oberflächen sind ja mit den Infrarotscannern immer etwas schwierig zu erfassen. Mal sehen, wie er sich hier schlägt. Die Belichtung lasse ich hier auf Automatikeinstellung und in Summe erfasst er den Körper relativ gut. Ich nutze auch hier weitere Scan-Etappen, die ich dann von der Software zusammenfügen lasse. Das Ergebnis kann sich durchaus sehen lassen. Mit etwas Scan-Spray hätte ich hier bestimmt noch etwas mehr rausholen können. Wollte mein Modell jetzt aber nicht verschmutzen. Kommen wir nun zum Schluss meines kleinen Videos. In der kurzen Zeit, in dem ich den Scanner einsetzen durfte, hat er für die gezeigten Anwendungsbereiche einwandfrei und fast ohne Tracking-Verluste funktioniert. Auch habe ich versucht, größere Statuen unter freiem Himmel zu scannen, welches mir jedoch nicht geglückt ist, da mir hier die direkte Sonneneinstrahlung einen Strich durch die Rechnung gemacht hat. Outdoor-Scans sollte man in der Dämmerung oder bei bewölktem Himmel durchführen. Ansonsten erfasst der Scanner mit seinen 12 bis 16 Frames sehr flüssig und die Software RevoScan 5 ist aus meiner Sicht wirklich großartig. Mit über 800 Euro ist der Scanner jedoch für mein Verständnis sehr teuer. Ich denke, dass sich hier in den nächsten Wochen auch noch etwas tut. Diesen Preis würde ich jetzt nicht unbedingt investieren.
Ich hoffe, euch hat der erste Blick auf den Range 2 gefallen. Ich freue mich, dass ihr so lange zugeschaut habt. Wir sehen uns dann zum nächsten Mal. Bleibt gesund und happy printing! Manbo 3D, dein Printing- und Tech-Channel.